So, hier mal die Demonstration der Länge der Sohle hier unten in Abhängigkeit von der Neigung des Fußes, das hier innen drin ist, das Skelett für den Fußknochen. Einfaches Modell. Gehe ich mal hier rein, das sieht so aus. Und wir haben dann einen Winkel, das ist der Heel Angel und den kann ich ändern. Und dann bekomme ich über den Monitor, der hier ist, die Länge der Kurve My Offset Spleen of Out. Also diese Kurve hier, die wird hier gemessen, die ist 481 mm momentan lang und ich ändere jetzt mal hier unten den Winkel, wie der Fuß aufgestellt ist. Und jetzt sehen wir, das kann man jetzt hier drin beobachten, wie sich. Also wenn ich hochgehe, das verlängert. Und genauso gut kann ich runtergehen. Und da wird die Fußsohle wieder kürzer. Was bedeutet, dass die Sohle vom Schuh schrumpfen muss, wenn er zum flachen Schuh wird.